anwesenden Perser, das zu verstehen. Ich bin nämlich für die Freundschaft mit Tel Aviv und auch für die Freundschaft mit Isfahan. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Afghanen, der hier entgegnet lebt, das ist der Masoud Farhatyar. Er hat Entwicklungshilfe aus Afghanistan für Ebert gebracht. Er hat nämlich ein altes zusammengefallenes Haus, das alte Rathaus, und Ebert restauriert. Was hat er gemacht? Einen Deutschen habe ich nicht gefunden, der das macht. Nee. Auch das gibt es. Entwicklungshilfe ist immer beidseitig. So, bei dieser Gelegenheit, wo wir hier einen veritablen Minister in Ebert begrüßen dürfen, habe ich es mir also nicht nehmen lassen, daran zu erinnern, dass sie der 7. Regent und regierende Minister sind, der in den letzten 200 Jahren hier in Ebert Besuch gemacht hat. So, jetzt steht auf meiner Liste, dass der Bundestagskandidat Sascha Fieck auf jeden Fall wenigstens 3 Sätze sagen soll. Und dann gibst du das Wort an Herrn Liebel weiter. Dankeschön und herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, ich möchte noch die Gelegenheit vor allem nutzen, den Hausherren zu danken, Nikolaus von Geiling, der diese Veranstaltung hier auf den Weg gebracht hat. Und wenn Nikolaus von Geiling eine Veranstaltung organisiert, ist immer das Interessante daran, man weiß nie so ganz, was auf einen zukommt. Und, aber ich freue mich, dass Niki von Geiling war auch ein bisschen ganz fernab von parteipolitischen Organisationen agiert. Wenn er was macht, ist es immer sehr vielfältig. Wir sehen hier ein sehr breit aufgestelltes Publikum. Das ist sicherlich auch für die Diskussion sehr, sehr spannend. Und Herr Liebel kann uns sicherlich gut darstellen, wie auch die Zusammenarbeit läuft. Sie können Ihre Erfahrungen einbringen. Deswegen freue ich mich auf diese Art der Veranstaltung. Ja, ich mache es erstmal wie Barack Obama, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich möchte, dass er als erstes meinen Stuhl haben will. Das ist gefährlich in der Politik. Herr von Geiling, ganz herzlichen Dank, dass Sie die Möglichkeit gegeben haben, dass wir hier zusammenkommen. Das wird nicht die klassische Wahlkampfveranstaltung, keine Sorge. Aber machen Sie sich nichts vor, es sind noch 33 Tage bis zur Bundestagswahl. Natürlich hat das alles auch mit Wahlkampf zu tun. Ich habe aber die große Freude, tatsächlich Ihnen ein Stück weit erklären zu können, was sich in dieser Legislaturperiode in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit geändert hat. Und was wir noch vorhaben in der nächsten Legislaturperiode, bei der Fragestellung, wie kann denn das, was wir inhaltlich erreichen wollen, mit einer anderen Ausgestaltung dieser Entwicklungspolitik, wer kann denn das unter diesen Rahmenbedingungen hinkriegen, im System zu reformieren und trotzdem die Häme der Medien zu ertragen? Da kann man irgendwie auf mich. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Die Häme der Medien ertragen, das ist ein Bestandteil meiner Stellenbeschreibung. Da bin ich tiefenentspannt und mittlerweile richtig schmerzfrei. Auf der anderen Seite, im System zu reformieren, ist eine Herausforderung, weil natürlich jede Reform auch an Besitzstände geht. Und wir wissen alle, es gibt ganz viele Menschen in Deutschland, die leben für die Entwicklungszusammenarbeit, die brennen dafür, wenn sie einen Missstand sehen, dass sie dazu beitragen können, dass dieser Missstand aufgehoben wird, dass es ein bisschen besser für die beteiligten Personen gibt. Aber es gibt auch ganz viele, die leben von der Entwicklungszusammenarbeit. Und da ist jede strukturelle Veränderung natürlich immer ein Restrisiko. Und trotzdem haben wir es geschafft, innerhalb von einem Jahr die größte Strukturreform in der Geschichte der bundesdeutschen Entwicklungspolitik durchzusetzen, indem wir die staatlichen Entwicklungsorganisationen GTZ, DED und Invent fusioniert haben zur Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Eine Reform, an der 3 Vorgängerregierungen gescheitert sind. Und wir haben uns als ein großes Ziel für diese Legislaturperiode Wirksamkeit und Effizienz auf die Agenda geschrieben. Weil wir immer zu wenig Mittel haben, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Und weil wir natürlich immer wieder die Legitimität erwerben müssen gegenüber der Bevölkerung, aber auch gegenüber dem Parlament und vor allem dem Haushaltsausschuss, dass wir Geld in anderen Teilen der Welt ausgeben als in Deutschland. Es gab nicht wenige Länder, wo der Landesleiter der GTZ viel schneller einen Termin beim Staatspräsidenten bekommen hat als der deutsche Botschafter. Das war auch ganz klar, der eine kommt mit Geld und der andere kommt mit Menschenrechten. Und deshalb war diese Reform so wichtig, um diese politische Steuerungsfähigkeit zurückzugewinnen, damit tatsächlich es sich nicht verselbstständigt, was so alles gemacht wird, sondern auch im Rahmen einer politischen Zielsetzung einer Bundesregierung durchgeführt wird, was man politisch für richtig, sinnvoll und notwendig hält. Diese Wirksamkeitsagenda, die können wir nur dann tatsächlich erfolgreich umsetzen, wenn wir in einem Dreiklang arbeiten: Politik, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft. Dieses Ministerium ist 1962 gegründet worden vom ehemaligen Bundespräsidenten Walter Scheel mit dem Namen Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
der zusätzlichen Entwicklung, wir kamen dann später dazu in den 90ern, weil man damals schon 1962 wusste, dass nachhaltig die Veränderung von Strukturen und die Bekämpfung der Armutsursachen nur geht mit wirtschaftlicher Entwicklung. Und das Verändern von Strukturen in Partnerländern, das Unterstützen dabei, das ist das Entscheidende in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit, damit unsere Partner in der Lage sind, ihre Länder selbst so zu organisieren, dass sie keine Unterstützung von außen mehr brauchen. Wir entwickeln kein Land von außen. Jedes Land muss das selbst machen, aber wir können helfen. Durch Beratung, durch Know-how-Transfer, durch Aufbau von Kapazitäten, durch Training, durch berufliche Qualifizierung, auch durch Geld natürlich. Aber machen müssen es die jeweiligen Eliten eines Landes selbst. Wir können noch so viel Geld in die Hand nehmen, wenn eine Elite sich nicht drum schert, wie es ihrer Bevölkerung geht, werden sie nicht erfolgreich sein können. Sie brauchen also immer eine entwicklungsorientierte Regierung. Das ist graduell abzustufen. Es gibt da nicht schwarz und nicht weiß. Wenn hier viele Afghanen sind, dann brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, dass es auch viele Grauschattierungen gibt, wenn man mit einer Regierung zusammenarbeitet, wo man bestimmte Defizite natürlich auch akzeptieren muss, weil Entwicklungsländer sind Entwicklungsländer, weil es Defizite gibt. Hätten sie keine Defizite, wären es keine Entwicklungsländer mehr. Dann hätten sie alle Aufgaben selbst geregelt. Und das ist der politische Teil. Der Teil Zivilgesellschaft ist deshalb wichtig, weil wir oftmals auf eine schwach ausgeprägte Zivilgesellschaft, auf eine nicht selbstbewusste Zivilgesellschaft in Entwicklungsländern stoßen, die vielleicht oftmals auch durch die Rahmenbedingungen gar nicht reflektieren kann, was ihre eigene Regierung leistet oder nicht leistet. Deswegen versuchen wir mit der Zivilgesellschaft, also mit Nichtregierungsorganisationen, mit Vereinen, mit Kirchen, mit den politischen Stiftungen, und jeweils Partnern vor Ort in dem Land, in dem wir aktiv sind, die Zivilgesellschaft so stark zu machen, dass sie selbst zu Veränderungsprozessen in ihrem Land anleitet, dass sie sie selbst anregt, dass sie sie selbst begleitet, dass sie ihr Land selbst in die Hand nimmt und gegebenenfalls halt auch eine Regierung mal sich dann ändern muss. Aber das ist dann die Entscheidung der jeweiligen Bevölkerung natürlich und nicht unsere Aufgabe, weil wir ja nicht als fünfte Kolonne arbeiten. Aber eine starke Zivilgesellschaft ist die Grundvoraussetzung, damit eine Gesellschaft funktionieren kann und damit Reformprozesse vorangehen. Wir in Deutschland wissen das. Wir wissen aus unserer eigenen geschichtlichen Erfahrung, dass wahre Veränderungen immer aus der Mitte der Gesellschaft herausgekommen sind. Die Mauer wäre nie gefallen ohne zivilgesellschaftliches Engagement und ohne zivilgesellschaftlichen Druck. Und deswegen ist es ganz klar, das ist eine zentrale Säule und die unterstützen wir mit richtig viel Geld. Von 2009 bis 2013 haben wir die Mittel für die Unterstützung zivilgesellschaftlichen Engagements von 555 Millionen auf 666 Millionen im Jahr angehoben. Und auf der anderen Seite brauchen wir die Privatwirtschaft natürlich als Partner. Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung. Also nur um da eine Größenordnung zu sehen. Aber warum brauchen wir die Privatwirtschaft? Natürlich in der allgemeinen Entwicklungszusammenarbeit, weil ein Ministerium baut keine Brücke. Das Geld wird einem Partner völkerrechtlich verbindlich zugesagt, dann wird eine Maßnahme deutschlandweit, europaweit, weltweit ausgeschrieben auf German Trade and Invest und dann gibt es ein Gebot und viele deutsche Firmen kriegen auch den Zuschlag. Das ist wahr, ohne Lieferbindung. Einfach durch fairen Wettbewerb und deswegen können wir auch sagen, EZ nützt auch Deutschland, weil von jedem bilateral ausgegebenen Euro ungefähr 4 Euro wieder zurückfließen durch Aufträge in die deutsche Wirtschaft. Diese Kooperation ist wichtig, weil der kleinere Teil der Finanzierung aus Steuergeldern kommt. Der größere Teil kommt von Privaten, das Know-how kommt auch von den Privaten. Ein Ministerium bildet keinen Mechatroniker aus, nee, zumindest nicht, ich kenne auch kein anderes. Aber der entwicklungspolitische Mehrwert, der erfüllt unsere politischen Ziele, sodass wir mehr Ziele erreichen mit weniger Geld, das Sie bezahlen müssen. Und ich finde das eigentlich ziemlich clever. Und deswegen arbeiten wir gerne mit der Wirtschaft zusammen, da nehme ich auch jeden Vorwurf entgegen. Klassischer, vernetzter Ansatz, mehrere Ressorts, versuchen mit dem Geld des gleichen Steuerzahlers im gleichen Land die gleichen Ziele zu erreichen, also muss man zusammenarbeiten. Und so machen wir es übrigens auch in Afghanistan. Dass wir versuchen, gemeinsam abgestimmt Ziele zu erreichen, die es ermöglichen, dass die Afghanen selbst ihr Land besser in den Griff bekommen. Das beginnt mit der Regierungsberatung, geht bis in die Ortschaften hinein, wo wir mit den Bevölkerung mit den formalen und traditionellen Autoritäten gemeinsam Projekte herauskristallisieren, die wir durchführen wollen. Wir machen nicht alles, was die sich wünschen, das wäre zu teuer, aber wir machen nichts, was nicht gewollt wird. Das ist wichtig. Das ist übrigens auch wichtig nach dem Abzug aus Afghanistan 2014, weil unsere Sicherheit besteht darin, dass wir aufgenommen und geschützt werden durch die Gesellschaft. Weil wir Projekte durchführen, die von der Gesellschaft gewollt werden. Und weil wir dazu beitragen, dass die örtlichen Autoritäten
in die Lage versetzt werden, Projekte selbst zu organisieren, selbst durchzuführen, selbst abzurechnen, ohne dass wir ihnen erstmal das Geld selbst in die Hand geben, weil wir wollen, dass es in Projekte kommt und nicht in Dubai landet, was hier und da ja auch mal vorkommt. Und deswegen ist es gut, hier einen breiten Ansatz zu haben und in der Fläche tätig zu sein. Und wir haben gesagt, ISF geht, die deutsche EZ bleibt. Nach 2014 haben wir vor, die nächsten 10 Jahre der Transitionsdekade, so heißt das, ungefähr im gleichen Volumen aktiv zu bleiben, und zwar auch in der Fläche, auch in Nordafghanistan, wo wir jetzt aktiv sind, weil wir der Ansicht sind, dass unsere Arbeit dort hilft, weil wir dort viel erreicht haben und das mit der veröffentlichten Meinung in Deutschland manchmal gar nicht korrespondiert. Ich war in Mazar-e Sharif, ich glaube vor 1 oder 2 Jahren, und habe ein Lehrerausbildungszentrum eröffnet, wo beim Rundgang mir der Direktor sagte, 30% der angehenden Lehrerinnen und Lehrer müssen erstmal alphabetisiert werden. Das ist das Niveau, wo wir angefangen haben. Also nicht wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern wie Deutschland nach dem 30-jährigen Krieg, wo keiner mehr da war, der weiß, wie man einen Flug baut, weil Generationen von Krieg und Flucht dazu geführt haben, dass halt Generationen gefehlt haben, die Wissen weitergeben konnten. Und deswegen muss man niedrig anfangen. Straßenbau, Energieversorgung, Wasserversorgung, Entwicklung ländlicher Räume, dadurch, dass ich Wege schaffe und Infrastruktur. Als ich das erste Mal in Afghanistan war, im Jahr 2001, war Kabul abends dunkel. Heute ist Kabul abends hell, weil einfach die Elektrifizierung stattgefunden hat. Und das gilt für weite Teile des Nordens auch. Und ich glaube, dass das alles Fortschritte sind, die man einfach feststellen muss. 7 Millionen Kinder gehen heute zur Schule. Davon, ich glaube, 2 Millionen Mädchen, was früher undenkbar gewesen wäre. Oder zum Beispiel die Ausbeutung des ersten großen Kupfervorkommens in Afghanistan durch ein chinesisches Unternehmen. Wir haben mit einem Fonds finanziert die Rechtsberatung der afghanischen Regierung in den Verhandlungen, damit sie über den Tisch gezogen haben. Damit es nicht passiert wie in Afrika, tausche Schürfrecht gegen Präsidentenpalast. Ja, Abbau und Verkauf des Rohstoffs, das kann man machen, muss man aber nicht. Wenn man ordentliche Verträge hat, und dazu haben wir mit Kompetenz und nicht mit mehr beigetragen, dann passiert es so wie in Afghanistan, dass nämlich nicht Kolonien von Strafgefangenen aus China eingeflogen werden, wir haben keinen Journalisten hier, das war richtig, oder? Dann kann ich das auch so sagen. Dass nämlich nicht Kolonien von Strafgefangenen eingeflogen werden, sondern dass afghanische Menschen einen Arbeitsplatz kriegen bei der Erschließung dieses Kupfervorhabens. Wertebasiert, Interessen gemeinsam umzusetzen. Das ist das Ziel unserer Entwicklungszusammenarbeit. Und ich glaube, dass das der richtige Ansatz ist, auch wenn er zum Widerspruch anreizt, von Leuten, die halt die traditionelle Denke von Entwicklungszusammenarbeit im Kopf haben, die, glaube ich, nicht zukunftsfähig ist für die Masse der Staaten, mit denen wir zusammenarbeiten. Denn es gibt viele, gerade auch afrikanische Wissenschaftler, die sagen, die traditionelle Art der Entwicklungszusammenarbeit, die hat eher zu Abhängigkeiten geführt, weil viel Ersatzvornahme betrieben wurde, weil die Entwicklungspartner Dinge übernommen haben und gemacht haben für die Entwicklungsländer, die sie eigentlich hätten selbst machen müssen, wenn man ihnen gezeigt hätte, wie es geht. Und deswegen wollen wir diese Art von Entwicklungszusammenarbeit nicht betreiben, sondern wir wollen tatsächlich als Partner beitragen dazu, dass unsere Partner in der Lage sind, von uns unabhängig zu werden. Keine Sorge, es bleiben noch genügend Länder übrig, mit denen wir noch nichts machen. Also für die Mitarbeiter, die hier sind, die brauchen sich keine Gedanken zu machen um ihren Job. Aber es ist doch tatsächlich so, dass das Ziel sein muss, ein Land zu graduieren. Wie wir das gemacht haben im Jahr 2010, im Januar mit China und jetzt im vergangenen Jahr mit der Türkei, dass man auf die nächsthöhere Ebene der Zusammenarbeit wechselt, dass die klassische Entwicklungskooperation beendet wird, weil man einfach so viele Fortschritte gemacht hat. Und bei China hat es auch wirklich keiner mehr verstehen können, ein Land mit Devisenreserven in der Höhe unserer Staatsschulden. War nun wirklich nicht mehr angewiesen auf diese, ich glaube, 70 Millionen und sowas, sondern es wurde ein neues Kapitel im Buch der Zusammenarbeit mit China eröffnet, aufgeschlagen, und die Kooperation geht auf einer anderen Ebene weiter. Halt nicht mehr auf der Entwicklungsebene, sondern auf der des Standes, den man dort hat. Und das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte und daran arbeiten wir. Und weil das noch nicht abschließend unumkehrbar ist, weil hier noch einiges zu tun ist, und weil wir uns noch gar nicht um die internationalen Organisationen gekümmert haben, wo allein bei den Vereinten Nationen ungefähr 1000 verschiedene Fonds, Projekte und andere Institutionen jeweils mit eigenen Verwaltungskosten nebeneinander her parallel laufen, als die gleichen Dinge machen, weil wir diese Aufgaben noch vor uns haben. Deswegen müssen wir einfach noch ein weiteres Mandat für weitere 4 Jahre kriegen, und darum werden wir dann im Rahmen des Wahlkampfes. Und diejenigen von Ihnen, die hier einen deutschen Pass haben, die möchte ich ernsthaft bitten, dieses Wahlrecht auch auszuüben. Es gibt so viele Länder,
wo man nicht wählen darf. Ich glaube, dann ist es schon ziemlich vermessen, hier das Wahlrecht nicht in Anspruch zu nehmen. Und deswegen werbe ich darum, dass alle wählen gehen, natürlich demokratische Parteien, aber wenn sie schon mal da sind, dann probieren sie es doch ruhig mal mit der FDP. Kann sie auch da ein Stück weit beruhigen, weil die es vielleicht noch nie gemacht haben. Das tut überhaupt nicht weh und es hat hinterher, haben sie ein gutes Gefühl. Und ich würde mich freuen, wenn Sie Sascha Wieck von der FDP hier auch in Freiburg unterstützen. Vielen Dank. Ich habe eine erste Frage. Den Minister Nebel hängt nach wie vor an. Der war ja gegen das Entwicklungshilfeministerium, jetzt ist er selber Minister geworden. Sie haben vorhin für mich relativ deutlich erklärt, was Sie kritisiert haben an dem alten Ministerium und was Sie besser gemacht haben. Wir können mit dem Minister noch eine 20 Minuten diskutieren und dann gibt es Häppchen und dann muss der Minister wieder weg. Ihr könnt aber bleiben, dann sehen wir den ganzen Film von Herrn Fahadja, den wir nachher auch noch kurz zeigen. Also ich habe es ja vorhin angesprochen, ich mache es deswegen nur ganz kurz. Wir waren nie gegen Entwicklungszusammenarbeit, wir fanden bloß, man sollte es sinnvollerweise so organisieren, dass wir wegkommen von diesem Hirsch-Fischl-Sozialismus der Vergangenheit und dass wir eine Organisationsstruktur haben, mit der man auch wirksam arbeiten kann. Und eben weil wir jetzt relativ sicher waren, dass wir das Ministerium nicht kriegen würden, haben wir gesagt, die Gestaltungsmittel brauchen wir dann in dem Ministerium, das wir kriegen werden. Das war recht einfach. Und wie es dann gekommen ist, habe ich ja beschrieben, gab keine politische Mehrheit dafür, also selber machen. Und selber besser machen ist ja dann auch immer ganz gut, als wenn man nur sagt, die anderen haben schlecht gemacht. Herr, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben Zahlen dargelegt, dass Effizienz für Sie ein ganz, ganz wichtiges Kriterium gewesen ist. Und dass daraus auch Strukturreformen erforderlich gewesen sind. Nun sage ich mir natürlich eins, Sie haben offenkundig wohl auch eine gewisse Zusammenarbeit mit dem Außenministerium, auch mit dem Wirtschaftsministerium ist das richtig. Und mit Justiz und Gesundheit und Bildung und Landwirtschaft und Umwelt und Verteidigung und Innen. Es gibt eigentlich kaum ein Ressort, mir fällt gerade wirklich keins ein, mit dem wir nicht zusammenarbeiten. Und das ist ziemlich gut. Ich sehe die Probleme, die wir mit einigen europäischen Nachbarstaaten haben, in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. Dort, wo wir Reformen nachfragen, wo wir sagen, hier müssen Strukturreformen her, inwieweit gehen da auch von Ihrem Ministerium Impulse aus, um hier vielleicht dem einen oder anderen unserer näheren europäischen Nachbarn behilflich zu sein. Ich darf mit öffentlichen Mitteln nur in Entwicklungsländern tätig sein. Was ein Entwicklungsland ist, das entscheidet die OECD nach einem ganz klar aufgeschriebenen Verfahren. Da gehört kein einziger dieser EU-Staaten dazu. Aber, und das habe ich auch gemacht, sie haben ja oftmals die gleichen Probleme, die auch Entwicklungsländer haben. Und wir haben ein hohes Maß an Expertise. Und wir haben diese Expertise angeboten. Wir bauen in vielen Ländern Finanzverwaltungen auf oder helfen dabei, sie aufzubauen, auch die rechtlichen Rahmen zu schaffen, dass dann Steuern eingenommen werden, weil die FDP ist für faire Steuern, aber nicht gegen Steuern, um das mal deutlich zu machen. Denn ohne wirtschaftliches Wachstum keine Einkünfte, aber auch keine Steuereinnahmen. Und ohne Steuereinnahmen keine Infrastruktur, keine Bildung, keine Gesundheit und so weiter. Und wir haben angeboten, wir könnten unsere Expertise gegen Bezahlung oder als Bestandteil, also nicht monetärer Bestandteil eines Unterstützungspaketes auch zur Verfügung stellen. Es gibt einige wenige Bereiche, wo das geprüft wird, ob es angenommen werden will. Das ist im Gesundheitsbereich in Griechenland zum Beispiel, wo es ausdrücklich nicht angenommen worden ist, ist im Finanzbereich in Griechenland. Aber da sind dann auch die Länder eingesprungen und haben durch Entsendung von Finanzbeamten auf diese Art und Weise dann auch dazu beigetragen, dass man hier mehr Licht in den Dschungel der unterschiedlichen Steuerakten bringt und ein Stück weit vorankommt. Das Angebot ist da, ich darf es aber nicht mit Steuermitteln. Und wenn das Angebot nicht angenommen wird. Herr Nebel, Ihre Tätigkeit hat meinen allergrößten Respekt und ich glaube, Sie haben zu Recht kürzlich auch Top-Zensuren in den Medien bekommen für Ihre Tätigkeit. Ich möchte gerne mit meiner Frage verstehen, lernen von Ihnen, wie Sie konkret vorgehen. Ich nehme mal das Beispiel Südsudan. Gestern gab es das noch nicht, jetzt ist plötzlich da ein neuer Staat und es liegt offensichtlich ein Wettbewerb vor.
weil verschiedene andere Staaten hier auch tätig werden. Und meine Frage hat damit zu tun, dass ja immer auch nationale Interessen im Spiel sind und nicht nur dieses Gutmenschentum, dass da irgendwelche NGOs noch staatlich unterstützt werden wollen. Meine Frage ganz konkret, wie ist Ihr Ministerium da rangegangen? Hat es da einen Stab gebildet? Kam da erstmal die Aufforderung aus dem Kanzleramt, ihr müsst da was machen? Oder wie geht das? Also die Ressortzuständigkeit bleibt bestehen und die Minister leiten nach dem Grundgesetz ihr Ressort in eigenständiger Art und Weise. Ich bin vor der Staatsgründung des Sudan, vor der Staatsgründung des Südsudan in Juba gewesen. Ich bin natürlich dann auch nach Khartoum geflogen, weil das war noch ein Land. Habe dort die ersten Gespräche geführt. Wir waren dort bis dahin auch schon aktiv, sehr niedrigschwellig bei der Qualifizierung von kommunalen Beamten. Das beginnt auch hier mit der Alphabetisierung. Und ich habe dort gemerkt, dass das nicht funktionieren wird, was absehbar ist. Dass bei der Staatsgründung quasi ein Geber-Tsunami über dieses Land schwappt, das ja mit Rohstoffen gesegnet ist, die sich allerdings auch, wenn es falsch gemacht wird, zu einem Fluch entwickeln können, wie wir wissen. Woraufhin ich dann unmittelbar mit meinem Kollegen Andres Piebalgs telefoniert habe, das ist der EU-Kommissar für Entwicklung, und gesagt habe, Andres, das funktioniert so nicht. Da müssen wir was tun, weil es sind natürlich auch andere da, die ganz andere Interessen haben. Die Ölclaims sind vergeben, also das wäre jetzt kein deutsches Interesse mehr, da jetzt noch irgendwie Rohstoffe sich zu sichern und ähnliches. Aber ich habe einfach gemerkt, das wird nicht funktionieren. Das durchschnittliche südsudanesische Ministerium hat ungefähr 23 Mitarbeiter, von denen ungefähr 2 Drittel lesen und schreiben können. Das ist die Situation. Und das ist einer der großen internationalen Erfolge dieser Bundesregierung, dass wir durchsetzen konnten, auf freiwilliger Basis innerhalb der Europäischen Union das sogenannte Joint Programming zu machen. Also die gemeinsame Programmierung. Eben, dass wenn alle Geber dieser Welt über dieses arme Land einbrechen, um Gutes tun zu wollen, also im Prinzip auch helfen zu wollen, zum Beispiel, neben anderen Dingen, dass dann wenigstens die Europäer nicht mit 28 Mitgliedstaaten und der Kommission das gleiche machen. Sondern dass wir sagen, einer verhandelt für die Europäische Kommission, weil wir verhandeln ja immer die Bereiche, in denen wir aktiv sind, mit der Partnerregierung. Wir sind ja keine Kolonialherren, sondern es ist ein souveräner Staat und die entscheiden, was sie von uns brauchen können und wir sagen, was wir bereit sind, in der Lage sind, geben zu können. Und statt dass 29 mit denen verhandeln und jeder macht sein eigenes Süppchen, haben wir gesagt, das macht einer für alle. Der hat dann das Bedarfspaket sozusagen und fragt dann bei den europäischen Partnern, was könnt und was wollt ihr davon übernehmen. Klar, die schon da waren, sind weit überwiegend in dem Bereich gewesen, in dem sie auch vorher schon geblieben, in dem sie auch vorher schon gewesen sind, weil man da auch die Erfahrung gesammelt hat, was war auch okay für die ganzen anderen war. Dann gab es große Portfolien, die Briten haben großes Engagement schon früher in Südsudan gehabt, gab es ganz kleine, die Niederländer waren noch gar nicht drin. Und wir machen neben der Qualifizierung von kommunalen Beamten auch städtische Wasserversorgung. Und die Holländer sind mit eingestiegen, die machen jetzt die ländliche Wasserversorgung. Und das machen wir auch gemeinschaftlich, auch mit gemeinsamem Personal, mit teilweise auch gemeinsamer Finanzierung hier und da. Die Franzosen haben uns einiges an Wasser, an Geld dazu gegeben für Abwasserentsorgung, weil wir in dem Bereich schon Expertise vor Ort haben, sie sich dort engagieren wollten, aber keine eigene Durchführungsorganisation zusätzlich einbringen wollten und so haben wir das für uns geregelt. Aber es ist natürlich trotzdem noch eine große Vielzahl anderer Geber dort. Jeder tummelt sich da. Insbesondere auch Südafrika, aber China natürlich sowieso, aber auch die Bill und Melinda Gates Foundation, die Clinton Foundation, also alle großen Geber sind da unterwegs und deswegen versuchen wir mit den anderen, zumindest den auf OECD-Ebene Agierenden, noch eine örtliche Geberharmonisierung zu bekommen, damit nicht jeder alles macht. Das ist in solchen Boom-Ländern eine wirkliche Herausforderung. Noch ein Tick schlimmer als im Südsudan ist es in Myanmar. Ja, da kommt noch dazu, dass dieses Land wirklich aus der Zeit gefallen ist durch die Sanktionen und die Abschottung durch die Militärdiktatur und auch noch einfach wunderschön dazu ist. Ich meine, der Südsudan hat auch seine Reize, ich will das jetzt nicht klein reden, aber es ist anders als Myanmar. Vielen Dank. Mich interessiert auch dieses Thema Effizienz der Investition von deutschen Steuergeldern. Ich erkenne das sehr an, dass die drei Organisationen fusioniert sind. Das ist für mich eine Sache, die wirklich seit Jahrzehnten überall war. Mich interessiert aber auch die UN-Millenniumsziele. Nach diesen konkreten Indikatoren, das können Sie auch eher verstehen.
verschlimmert. Und deswegen die Frage, inwiefern man nicht doch mit Entwicklungshilfe eher schadet. Ich denke zum Beispiel auch an das Beispiel von Haiti. Dann aber auch die Frage, Sie sprachen fairen Wettbewerb an bei der Vertragsvergabe. Da gehen noch sehr viele Aufträge, Consultingleistungen, aber auch Lieferungen an deutsche Unternehmen. Und ich stelle mir die Frage, wie sauber diese Verträge wirklich vergeben werden. Da sitzen Consultants in den Organisationen, die Jahrzehnte für Consulting-Unternehmen gearbeitet haben und dann wieder die Verträge sozusagen sich zuschachern. Und dann finde ich es auch enttäuschend, als Bürgerin zu sehen, wie wenig man darüber informiert wird, was eigentlich in den Projekten passiert. Also wenn man auf die Website geht von KfW, GIZ und so weiter, ist es doch sehr, sehr wenig, wenn man überlegt, dass da Millionen und Milliarden investiert. Also das mit der Zusammenführung dieser Organisation, das war natürlich zwingend überfällig. Und wir investieren wirklich viel Geld in anderen Ländern. Ich habe vorhin ja gesagt, wenn man es richtig macht, ohne Lieferaufbindung, frei mit vernünftigen wettbewerblichen Bedingungen, dann kann von diesem Geld, das wir investieren, von jedem bilateral ausgegebenen Euro auch wieder 4 Euro in die deutsche Wirtschaft zurückfließen. Das ist so der Statistikwert, der gerechnet wird. Das passiert wie folgt. In dem Moment, wo wir völkerrechtlich verbindlich eine Vereinbarung mit einer anderen Regierung treffen, gehört dieser Regierung das Geld. In der vertraglichen Regelung vereinbaren wir die Ausschreibungsrahmenbedingungen und dann wird eine Ausschreibung vorbereitet, die in der Vergangenheit, wie ich finde, und da trennen sich unsere Wege, viel zu oft dazu geführt hat, dass deutsche Unternehmen gar keine Chance hatten. Ich will es mit einem Beispiel machen. In Jordanien habe ich bei einer Reise einen mittelständischen deutschen Unternehmer getroffen, der schon mit eigenem Geld investiert hat im Wasserbereich, wo auf diese Art und Weise wir Mittel zugesagt haben, die dann ausgeschrieben worden sind, für den Anschluss von 50.000 Haushalten an die Wasserversorgung. Das kann auch nicht mal Berlin Wasser oder Hamburg Wasser und auch nicht beide zusammen, weil das viel zu groß ist. Wenn ich eine Ausschreibung so gestalte, dass sie für ein mittelständisches Unternehmen von vornherein überhaupt nicht erreichbar ist, dann halte ich das für falsch. Das ist natürlich ein französisches Unternehmen dann gewesen, das den Zuschlag gekriegt hat. Hätte man das in Lose aufgeteilt, 10 Lose auf 5.000 Haushalte, dann hätten auch mittelständische deutsche Unternehmen eine Chance gehabt. Und das meine ich mit fairem Wettbewerb. Das heißt nicht jemandem was zuschießen, zuschanzen oder Straßen bauen. China baut eine Straße in Afrika, relativ preisgünstig. Dafür fliegt sie tatsächlich die Arbeiter alle ein, kein Afrikaner kriegt einen, noch nicht mal einen Hilfsjob. Manchmal lässt sie sie sogar zurück, weil sie vergessen und belasten dann noch zusätzlich den Arbeitsmarkt. Und 5 Jahre später ist die Straße durchgefahren und sie können die nächste Straße daneben bauen. Wenn wir ein Straßenbauprojekt haben, dann ist es deutlich teurer. Deutlich teurer, weil wir natürlich eine Struktur der Straße erwarten, die unseren Standards im Wesentlichen entspricht. Und weil wir gleichzeitig, übrigens unter Beschäftigung so vieler örtlicher Arbeitskräfte, möglich, weil dadurch Armut bekämpft wird, weil sie Einkommen haben, weil wir gleichzeitig eine Straßenbauverwaltung qualifizieren, die hinterher für den Unterhalt der Straße zuständig ist. Wenn ich jetzt eine Ausschreibung habe, die sich nur nach dem Preis richtet, und nicht nach der Nachhaltigkeit, nach der Werthaltigkeit eines Projekts, dann kriegt niemals ein deutsches Unternehmen einen Zuschlag. Aber dann will ich auch niemals dauerhaft haltbare Straßen in Afrika haben. Deswegen wollen wir, und das habe ich auch entschieden, ausdrücklich, dass diese Werthaltigkeit auch ein Bestandteil der Ausschreibung ist, dass man nicht nur nach dem reinen Preis guckt, sondern dass man auch tatsächlich guckt, wie ist die Lebensdauer eines Produktes, wie sind die Qualifikationselemente drumherum, wie sind die Beschäftigungsdynamiken, die sich durch dieses Projekt entwickeln. Und das ist dann fairer Wettbewerb. Und im fairen Wettbewerb ist es so, das ist ein echter Erfahrungswert, dass natürlich auch viele deutsche Unternehmen zum Glück Zuschläge bei solchen Projekten kriegen, gerade im Bereich moderner Technologie, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, weil wir da einfach auch wirklich gut sind. Dass aber immer noch weit überwiegend nicht deutsche Unternehmen den Zuschlag bekommen, weil im Endeffekt dann noch oftmals der Preis das entscheidende Kriterium ist, denn das Geld gehört nicht mehr Deutschland. Das gehört jetzt unserem Partner. Wir verhalten uns OECD-konform. Andere, von denen ich gehört habe, ich sage jetzt nicht das Land, machen Lieferbindungen ganz klar. Die sagen unter der Hand, ihr kriegt das Geld für das Produkt, wenn die Firma XY aus diesem Land zumindest den Zuschlag kriegt. Das machen wir ausdrücklich nicht. Weil wir im Rahmen der freien Vergabe, und wir kommen mehr und mehr zum Glück, zu Marktmittelkritiken, die keine Zuschusselemente mehr enthalten, oder wenn dann so geringe Zuschusselemente, dass eine Direktvergabe nicht statthaft ist nach OECD-Standards, und das ist eigentlich auch mein Ziel,
dass wir so wenig wie möglich Subventionsbestandteile in dieser finanziellen Kooperation haben. Das wollen wir hinbekommen in der Zukunft noch wesentlich mehr als jetzt, aber das Ziel muss sein, fairer Wettbewerb, damit alle einen entsprechenden Zuschlag kriegen können. Ich arbeite für den Afghanisch-Deutschen Ärzteverein. Wir treiben seit 14 Jahren eine kleine Mutter-Kind-Klinik in Jalalabad in Südafghanistan. Sie behandeln jedes Jahr 123.000 Frauen und Kinder. Am Anfang hatten wir die Möglichkeit, Unterstützung vom BMZ zu bekommen als Anfangsfinanzierung. Diese Klinik kostet im Monat 3.500 Euro, ein lächerlicher Betrag. Und durch die ganzen politischen Entwicklungen sind nun die Spenden unseres Vereins so zurückgegangen, dass wir diese Klinik schließen müssen. Und das liegt an der Bestimmung, dass eben nur Anfangsfinanzierungen genehmigt werden. Und für mich ist das unverständlich. Meine Frage heißt, kann man so eine Bestimmung nicht ändern, dass Zivilprojekte wie die Demokratisierung, die 14 Leute Beschäftigung bilden, die seit 14 Jahren bestehen, die in einem armen Viertel gute Arbeit leisten, dass solche Projekte nicht auf Dauer unterstützt werden können? Nein, kann man nicht. Ich sage Ihnen das ganz klar. Wenn ein Projekt nicht nachhaltig ist, also sich selbst irgendwann tragen kann, dann kann es nicht unterstützt werden. Es ist eine ganz klare Regel im Gesundheitsbereich in Afghanistan, deswegen passt es nicht ganz direkt dazu. Mutterinitiative Ihrer Frau Merkel. Auch wenn es Mutter-Kind ist, passt es nicht dazu, weil im Gesundheitsbereich die Zuständigkeit anders geregelt ist. Die Gesundheitszuständigkeit in Afghanistan ist Kompetenz des Auswärtigen Amtes. Und das Auswärtige Amt hat mit der afghanischen Regierung vertraglich vereinbart, diese Verantwortung jetzt zu übertragen auf die afghanische Regierung. Das heißt, die afghanische Regierung ist selbstverantwortlich für die Weiterführung dieser Projekte. Wir müssen auch ganz klar sagen, es gibt kein Fass ohne Boden. Wir unterstützen Projekte, wie lange sind Sie dort tätig? 14 Jahre, habe ich das richtig verstanden? 14 Jahre. Genau. Und nach 14 Jahren trägt sich diese Klinik noch nicht selbst durch. Nein, afghanische nie, wenn Sie das. Durch Afghanistan. Ja, es muss sie aber. Es muss ja noch. Entschuldigung, das ist ein Scheiß. Aber Viertel mit 30 Euro Einkommen. Ja, das ist Unsinn. Ich weiß, dass Ihnen die Antwort nicht gefällt. Aber wenn wir so arbeiten, wie Sie es von mir jetzt verlangen, dann sind wir wieder beim Weltsozialamt. Und das sind wir nicht. Wir sind Entwicklungspartner auf Regierungsebene. Wir unterstützen zivilgesellschaftliche Projekte mit, in meinem Etat, alleine ohne den Dienst des Auswärtigen Amtes, mit 666 Millionen Euro. Allein in Afghanistan investiert die Bundesrepublik Deutschland im zivilen Aufbau fast eine halbe Milliarde Jahr für Jahr. Und das machen wir, um die afghanischen Strukturen aufzubauen, die in der Lage sind, das afghanische Land mit afghanischen Autoritäten selber zu regieren. Und da gehört es zur Daseinsvorsorge der afghanischen Regierung gegenüber ihrem Volk nach 14 Jahren den Weg zu ebnen, dass ein Projekt, das 3.500 Euro im Monat kostet, an Grundfinanzierung, auch finanzieren zu können. Das ist von der afghanischen Regierung, die legitim im Amt ist, vertraglich mit der deutschen Bundesregierung, in dem Fall Auswärtiges Amt, vereinbart worden. Das ist ihre Verantwortung und das ist ihr Land. Und wenn sie es so entscheiden, ist es nicht an uns als Kolonialherren, es anders zu entscheiden. Ich weiß, das tut jetzt weh. Aber alles andere würde bedeuten, dass wir nicht akzeptieren, dass das ein souveränes Land mit einer eigenständigen Regierung ist. Ich weiß, das gefällt Ihnen überhaupt gar nicht, weil das emotional wehtut. Aber alles andere würde genau das bedeuten, was in der Frage implizit war, dass wir die Abhängigkeit unserer Partner erhöhen, dadurch, dass wir ihre Sachen erledigen. Weißer Mann geht nach Afrika, baut Schule und erlegt ein kleines schwarzes Kind für den Rest seines Lebens. Mit dem Ergebnis, Regierung baut nie eine Schule, qualifiziert niemals Lehrer, die sich selbst um die Kinder in ihrem Land kümmern können, mit dem Ergebnis dauerhafte Abhängigkeit. Ende der Geschichte. Tut mir leid. Keine schöne Antwort, aber eine richtige. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Liebe, Sie haben über Effizienz gesprochen. Es gibt namhafte Ökonomen, die sagen, mit jedem Euro, den man heute für Klimaschutz ausgibt, kann später 5 Euro gespart werden für Klimaschäden, die zu reparieren sind. Auf Ihrer Internetseite vom BMZ ist auch der Report an die Weltbank ganz vorne dran. Wie wichtig ist Klimaschutz für Sie und an welcher Stelle der Prioritätenliste ist der Fortschritt? In meinem Betrag habe ich 1,8 Milliarden Euro für Klimamaßnahmen. Vom
Anpassung an den Klimawandel über Energieeffizienz bis hin zu erneuerbaren Energien zur Stabilisierung. Ich bin das eigentliche Klimaressort in Deutschland. Das hört Herr Altmaier nicht gerne, aber es ist so. Das heißt also eine ganz hohe Priorität, 1,8 Milliarden von 6,3 Milliarden ist viel, nur für internationalen Klimaschutz. Dazu gehört vor allem auch der Waldschutz, weil Wald als CO2-Speicher natürlich von zentraler Bedeutung für den Klimaschutz ist. Und es hat insofern hohe Priorität, gerade wenn Sie den Weltbankbericht ansprechen, dass wir versuchen, den Weltbankpräsidenten Kim zu unterstützen in seinen Reformanstrengungen innerhalb der Weltbank, bei der Zielsetzung, insbesondere bei IDA, das ist ein Finanzierungsmechanismus für die ärmsten afrikanischen Länder, muss man nicht im Detail beschreiben, dort auch entsprechend Nachhaltigkeitskriterien aufzunehmen, die den Klimabereich betreffen. Also eine hohe Priorität, und Sie können, das habe ich auch vergessen nachzufragen, vielleicht mal auf der BMZ-Internetseite gucken. Da sehen Sie für jedes Land, wie viel Gelder wir in welchem Sektor einsetzen, und dadurch, dass wir jetzt auch das Evaluierungsinstitut gegründet haben, das uns unabhängig bewertet, das erste Mal überhaupt, dass es weltweit sowas gibt, eine Regierung gründet ein unabhängiges Institut, um denen die Aufgabe zu geben, nachzuweisen, was die Regierung eigentlich macht und ob sie es gut oder falsch macht. Das ist auch mit einem echt großen Risiko verbunden. Da haben wir dann einen wirklichen Weg geöffnet, auch Transparenz zu erhöhen, weil das auch uns wichtig ist. Denn natürlich kenne ich viele Gegenden, wo die Straßen kaputt sind, wo die Schulen unterfinanziert sind. Und dann sagt man, warum macht ihr das denn, dass ihr das Geld in Afghanistan ausgibt? Bei uns ist doch auch viel zu tun. Dann sage ich, eine international vernetzte Nation hat ein Interesse an möglichst viel Wohlstand in der Welt. Und wir haben ein Interesse an möglichst viel Stabilität, Frieden und Sicherheit in der Welt. Wenn wir als Exportnation hier in Baden-Württemberg ganz besonders unseren Wohlstand sichern wollen, müssen wir uns um den Wohlstand der anderen kümmern. Wenn es nur das wäre, wäre es schon Grund genug, Entwicklungszusammenarbeit zu betreiben. Und ich weiß, dass unsere Partner auch wirtschaftlichen Fortschritt haben wollen und dafür Energie brauchen. Und das können wir ihnen noch nicht fairerweise nicht verwehren. Wir können ihnen aber dabei helfen, vielleicht nicht die gleichen Fehler zu machen, die alten Industrienationen gemacht haben. Und da ist moderne Technologie, erneuerbare Energien etwas, wo wir auch Weltmarktführer sind und wo es natürlich tolle Technologien gibt, die man auch in Deutschland käuflich erwerben kann. Darauf darf man hinweisen. Inwieweit und in welchem Maß arbeitet Ihr Ministerium bei der Förderung und Bildung von Schulen? Wir haben schon gesprochen mit Schülerinnen und Schülern, insbesondere auch konkret mit dieser aktiven Verein Deutscher Planungsinitiative, da eben eine Zusammenarbeit gegeben hat, auch sind wir. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir arbeiten mit mehreren tausend Nichtregierungsorganisationen in Deutschland zusammen. Wir haben ganz besonders für den Norden Afghanistans auch zusätzliche Mittel für zivilgesellschaftliches Engagement bereitgestellt gehabt. Und deswegen, aber ich kann es Ihnen im Detail tatsächlich nicht beantworten. Was wir im Bereich der Bildung machen, das beginnt mit der Unterstützung der Regierung des Bildungsministeriums bei der Erstellung von Curricula, von Lehrplänen. Das beginnt mit der Finanzierung des Baus, wir bauen die nicht selbst, mit der Finanzierung des Baus von Schulen, insbesondere von Unterkünften für Lehrerinnen und Lehrer. Das beginnt mit der Finanzierung des Baus von Lehrerausbildungszentren. Auch hier ganz besonders wichtig, die Unterkünfte, vor allem für die weiblichen Teilnehmer an diesen Kursen, bis hin halt zur Ausstattung teilweise. Und da sind gerade zivilgesellschaftliche Akteure oftmals dabei, dass sie, weil sie eine persönliche Beziehung haben, dass sie vor Ort Ausstattungsgegenstände für Schulräume durch Spenden bekommen, zum Beispiel, dass eine Schule renoviert wird, das ist auch das Übliche, oder dass man einen Hersteller von Schulmobiliar kennt oder ähnliches. Und da können wir dann zum Beispiel mit Transportkostenzuschüssen unterstützen, die für uns über die GIZ abgewickelt werden. So einen Container nach Afghanistan zu bringen, das kostet schon was. Und wenn man da eine Unterstützung bei den Kosten kriegen kann, dann ist das schon oftmals eine große Hilfe. Also mir gefällt natürlich erstmal der Ansatz, dass es auf Selbstständigkeit hinauslaufen soll. Und was ich auch interessant fand, ist dass es wissenschaftlich evaluiert werden soll, wie die Erfolgsquoten sind. Und mich würde jetzt daran interessieren, wie das genau gemacht wird, also wie diese Evaluation oder wie sozusagen Erfolg dort dann gemessen wird. Das ist als gemeinnützige GmbH gegründet und ist von den Strukturen her unabhängig, allerdings von uns finanziert. Die Stellen sind Bestandteil. Unsere Stellenplans im Bereich der Zuwendungsempfänger, das ist jetzt alles sehr technisch und völlig unbedeutend. In der Vergangenheit war es so, dass jeder sich selbst evaluiert hat. Und in der Vergangenheit war es eigentlich noch ein bisschen schlimmer, weil wir zu wenig Mitarbeiter im Ministerium hatten. Das war auch ein großes Thema während dieser Fusionsgeschichte. Hatten wir aus Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit Mitarbeiter der GTZ im Ministerium sitzen, die Ministeriumsaufgaben durchgeführt.
Das hat so völlig zu Recht der Rechnungshof regelmäßig kritisiert. Das ist auch kein Zustand, weil die GTZ-Mitarbeiter haben als Ministeriumsmitarbeiter Projekte entwickelt, die sie hinterher an die GTZ vergeben haben und die dann hinterher von der GTZ und vom Ministerium evaluiert wurden auf den Erfolg. Wenn das einer unserer Partner machen würde, würden wir sofort einen Governance-Dialog darüber einleiten, ob das denn so richtig ist, dieses In-sich-Geschäft. Also wenn ich selbst mir einen Auftrag backe, den ich mir selbst vergebe, wo ich hinterher den Erfolg, den ich damit hatte, selber überprüfe, dann kann das nicht richtig sein. Das war der Status quo. Jede Organisation evaluiert sich natürlich erstmal selbst, das ist ganz klar, auch um zu sehen, wo Kosten eingespart werden können, wo Effizienzsteigerungen möglich sind und so weiter. Das läuft so, dass während eines Projektes immer Projektfortschrittsberichte ans Ministerium gegeben werden müssen. Wir haben ja Länderreferate, Sektorreferate, Grundsatzreferate, deswegen haben wir jetzt auch die Servicestelle für das wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Engagement, damit man nicht von A nach B immer gejagt wird, sondern einen Ansprechpartner hat. Aber in diese Referate kommen dann immer diese Zwischenberichte über den Projektfortschritt und dann gibt es auch einen Abschlussbericht und dann gibt es teilweise auch Außenprüfungen und dann gibt es 3 Jahre später noch einmal eine Überprüfung, was aus dem Projekt geworden ist. Da gibt es ganz viele tolle Ergebnisse, also wirkliche Leuchttürme, die man auch vorzeigen kann. Da gibt es aber auch die Tatsache, dass Deutschland 2-mal eine Wasserversorgung in Dar es Salaam, Tansania aufgebaut hat. Einmal die DDR, einmal die Bundesrepublik. Und immer hat man sich gefreut, wenn es die gab. Und wenn sie kaputt war, war es schade, aber es war auch okay, weil man hat dummerweise vergessen, das Wartungspersonal auszubilden. Das Evaluierungsinstitut soll wissenschaftlich arbeiten. Das heißt, sie sollen vergleichende Forschung noch betreiben. Ich will es nicht sagen, wie in der Medizinforschung, aber so ein bisschen. Unter der Fragestellung, das Dorf A kriegt das Medikament, das Dorf B kriegt das Placebo und das Dorf C kriegt gar nichts. Wie verändert sich das? Ja, die erste große Evaluierung wird jetzt sein, weil wir in Ruanda auf Wunsch der Regierung den Schwerpunktsektor gewechselt haben. Nach 20 Jahren im Gesundheitssektor hat die Regierung uns gebeten, ob wir jetzt den Bereich berufliche Bildung übernehmen können, weil das der große Engpass ist. Und wir gesagt, so nach 20 Jahren im Gesundheitssektor, weil sie gesagt haben, wir können das jetzt. Nach 20 Jahren im Gesundheitssektor ist das eigentlich der Zeitpunkt, mal zu gucken, wo stehen wir da, wie war es, als wir angefangen haben vor 20 Jahren, was hat sich verändert, wie ist der Sachstand. Und das machen wir halt wissenschaftlich basiert anhand der Daten, die sie kriegen können. Und das wird natürlich auch veröffentlicht. Das heißt also, erstmal kriegt das Ministerium das Ergebnis, wir kommentieren das Ergebnis, aber wir zensieren es nicht. Also wir kriegen das vorgelegt, kommentieren das, sagen, was wir von dem Ergebnis halten, was wir genauso oder anders sehen, und dann wird es veröffentlicht. Sehr gut. Wir bedanken uns sehr, ein veritabler Minister in diesem kleinen Dorf in Delbet. So, Haken steht, zeigt bitte mal eine Sentenz von 5 Minuten, wenn Sie bitte Ihren Platz nehmen. Uns fehlen Decken und uns fehlt Garn, womit wir thermische Köpfe und andere nützliche Dinge herstellen könnten. Wir brauchen Eselstaschen und Säcke für alles Mögliche, auch Gebetsteppiche. Wir haben zu wenig Kleider. Ich wünsche mir einen wärmenden Schal. Wenn ich... zusammen mit anderen ganz unsichtlichen FDP-Größen, zum Beispiel die Größen und so weiter. Sie sind auch da und er ist auch da. Bei dieser Gelegenheit habe ich Ihnen versprochen, Sie kriegen die badische Krawatte. Sie kriegen etwas Flüssiges aus meinem Hause. Dann ist dann mit uns Schule gebaut und dieses Gebiet auch kennt. Und ich wünsche, dass Sie diese auch zur Kenntnis haben. Dankeschön. Guckt mir den Film an, bleibt bitte sitzen. Ja.